Am Vormittag des Roadtrip-Tages besuchten wir die Gedenkstätte Buchenwald, welche uns beeindruckt zurückließ. Den Nachmittag verbrachten wir dann in Weimar, wo wir leider nicht das beste Wetter hatten, aber uns dafür in die wunderschöne Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek zurückziehen konnten. So viel Geschichte an einem Ort. Nach dem verregneten Stadtrundgang durch Weimar besuchten wir noch eine ganz besondere Brücke südlich der Stadt, um uns dann auf den Weg nach Erfurt zu machen, in die thüringische Landeshauptstadt, und hier den Rest des Tages und den folgenden Tag zu verbringen. Begonnen haben wir unsere Sightseeing-Tour mit dem Augustinerkloster. Von dort bis zur Krämer Brücke ist es ein wunderschöner Spaziergang entlang der Gera. Auf unserem Weg begegnen uns immer wieder die Kika-Figuren, denn der Sender hat in Erfurt seinen Sitz.
weiter durch die tolle Innenstadt kommt man am Ende am Domplatz und dem Petersberg heraus. Hier findet im Winter ein wunderschöner Weihnachtsmarkt statt. Dementsprechend ist Erfurt auch für die kalten Monate eine definitive Empfehlung wert. Zum Abschluss zeigen wir euch nun noch unsere Airbnb-Wohnung direkt in Erfurt.